Ein großes Problem für das Klima ist der Ausstoß von Treibhausgasen. Die EU will ihn bis zum Jahr 2030 enorm senken, um mindestens 55% im Vergleich zu 1990. Damit das gelingen kann, hat das EU-Parlament heute beschlossen, den Handel mit Verschmutzungsrechten auszuweiten. So müssen nun auch die Bereiche Schiffsverkehr und Gebäudezertifikate erwerben. Für die Industrie wurden die Regeln verschärft. Wer die Umwelt belastet, muss dafür bezahlen. Nach diesem Motto müssen energiehungrige Unternehmen schon seit Jahren sogenannte Zertifikate kaufen, um CO2 ausstoßen zu dürfen. Das EU-Parlament beschloss heute mit breiter Mehrheit, dieser Emissionshandel soll weiter ausgebaut und verschärft werden, indem die Zahl der verfügbaren CO2-Zertifikate in den kommenden Jahren reduziert wird. Das heißt beispielsweise, eine Firma, die Stahl produziert und die einfach so weitermacht wie bisher, wird das sehr teuer bezahlen. Aber Unternehmen, die wie ThyssenKrupp jetzt in klimaneutralen Stahl investieren, die werden Geld verdienen. Und nicht nur, weil die Kunden diesen Stahl wollen, sondern auch, weil sie dann keine Zertifikate dafür bezahlen müssen. Sie werden also dann einen Wettbewerbsvorteil haben. Ab 2027 soll die CO2-Bepreisung auch für den Verkehr und Gebäude gelten. Tanken und Heizen wird dadurch europaweit teurer werden. Deutschland hat das System schon vor 2 Jahren eingeführt. Für deutsche Verbraucher ändert sich deswegen erst einmal nichts. Für viele andere EU-Länder wird es jetzt aber teurer werden. Natürlich wird es Widerstand geben, denn gerade in Bulgarien ist es natürlich viel teurer, wenn der Liter Benzin 5 Cent teurer wird, als in Deutschland. In Bulgarien kann man sich sowas nicht so einfach leisten. Deswegen soll es für einkommensschwache Haushalte und kleine Betriebe EU-weit Geld aus einem Sozialfonds geben.